Willkommen zurück zu Divinity 2. Willkommen zurück auch zu meiner Erkältungsstimme. Wir stehen bei dem Jahan und wollen den Exorzismus von Lose mal in Gang setzen. Wir wissen jetzt den richtigen Namen des Dämonen. Das könnte uns ja durchaus helfen. Was sagst du denn dazu? It is a dark thing to contemplate the demon's name. Perhaps you can shed light on the matter. Perhaps. Jahan looks at you utterly flabbergasted, but soon an air of serenity descends upon him, that of a chess player overlooking the board. A drama leak. You have to admire his cunning. To think that in his guise of Deva, he and I shared the finest wines in the realm. Stories of the women we have loved. Thank you, Godwoken. You have done me an unparalleled service, and you've quite humbled me at the same time. You must go your path, I mine, so that I may confront the archdemon in his lair, in the great city of Arx. Please accept this token of gratitude, and fare thee well. You have done me a great service. The time has come to serve you, if I can. Are you ready, Lose? Are you ready, Lose? Gucken wir gleich mal, was haben wir denn hier? Rumtreiber, Finesse, Bewegung ausweichen. Int mit Crit, nee. Nehmen wir doch den Baron. Ist auch besser als den Helm, den ich habe. Zwei Verstand, zwei Kriegsführung, ein Gauner, ein Geomant. Kann er alles gebrauchen mal. Das ist mal schön. Endlich mal ein Item, wo man nicht mal denkt, so Mann, die Hälfte der Stats ist für die Tonne, weil irgendeine Magieschule oder ein Attribut zusätzlich gepusht wird, was ich überhaupt nicht benötige. Sondern hier einfach mal alles geil. Danke für alles geil. Ich habe jetzt voll viele Flammenruhen inzwischen, die ich mir gar nicht so viele bauen mussten. Nein, bevor wir unsere Items angucken, erstmal vielleicht den Exorzismus von Lose weiter betreiben. Right. Really? Okay, yes. What? I'm ready. Totally. Is it just me or did it just get really sweaty in here? I won't lie. This will be rough, Lose. Our foe is a true archdemon. We know him now. A Dramalik. There is a great power in names. Just like source is the language of creation, a demon's true name is the core of its existence. It's be-all or end-all. With his name, we may undo him. That will be our attempt. As for you... His dark eyes flash at you. You must not disturb us, no matter what. Promise me. Ich vertraue ihm. He nods respectfully in return, then focuses on Lose once more. Close your eyes, Lose. Do as I do. Jahan takes Lose's hands and begins inhaling slowly, deeply, then exhaling audibly through his mouth. Lose's breaths match his. They begin to hum in unison, a low, rumbling note held over several out-breaths. The humming grows louder and louder until... Quiet! Adramalik! Lose suddenly lunges forward, her hands reaching for Jahan's throat. Jahan steps away, and Lose tumbles to the ground before quickly scrambling to her feet. Lose's eyes are ink black, her skin corpse grey. Her chest heaves in rapid pulses as she stares intently at Jahan. Adramalik! Thousand named nemesis, Lord of Soot, come shake black hands with me. Leave her, leave her, come play with me. This is none of your business, Jahan. How many times do I have to convince you to keep your nose out of my affairs? Listen to me, demon. I know why you chose her. I know what it is you fear the most, and therefore desire the most. But I'll not let her serve you any longer. Losa's a good host, Jahan. We're going places. It's no concern of yours.
Mashtun Napathan Shdanelu. Kaumel Saravel, Damarel Saravel. He places a palm on Losa's forehead. She falls to her knees, seemingly overcome by some unseen force. You petulant would-be king. You're nothing. She is mine. She is mine! Kaumel Saravel, Damarel Saravel. Mashtu, Shdanelu. Losa's eyes roll back in her head. She groans, her face slack and lifeless, while her body racks with spasms. Jahan draws his palm back from her. She is rigid on the floor. It's no use. It's too late. Nein, sicherlich nicht zu spät. I failed her. The demon's not coiled around her heart. He's become her heart. Nein. Try as I might, he would not shift. Losa's soul is buried very deeply, deeper than ever before. Adramalik may never allow her to resurface again. Das lassen wir nicht zu. She's lost, bewildered. A stranger in her own soul, desperately trying to find her way home. Ja, dann müssen wir halt helfen. She's fighting a battle for her life, for her very self. It's a battle she may yet win, even if only temporarily. But she'll need your help. Ja, dann wie denn? You must call her spirit back from the dark. Guide her into the light. Let your voice be the shepherd that leads the lamb through the valley of wolves. Go on, call to her. God. Hopp, hopp. Wir haben noch keine Zeit. Nein, komm zurück. Wir dürfen die Lose nicht verlieren. Wir gehören doch alle zusammen. She stirs. Beth. Ja. Flüstern. Ihr seid hier noch nicht fertig. Rufen. Wacht auf. Oh, kann das jetzt komplett falsch machen? Ah, was mache ich denn jetzt hier? Das hat also ganz gut geklappt irgendwie. Komm zurück. Nicht verlieren. Jetzt rufen, wacht auf. Na, ist glaube ich noch nichts, noch erst auf dem Weg. Gut, rührt sie erst ganz wenig. Schütteln. Ja, ich glaube, wir müssen die noch so ein bisschen erstmal, bevor wir sie richtig versuchen, wach zu schütteln, noch ein bisschen weiter zurückkommt. Aber vielleicht auch nicht zu lang. Her eyes flutter open and dart around in a panic. They come to a focus on you. Hey, Chief. Hey. Well done. Very well done indeed. Oh, man. Only just. I am truly sorry, Losa, that I couldn't exorcise the demon. But do not despair. I will not give up on you. We must simply take a darker path still. Confront Adramalik in his lair and deal with the demon face to face. Oh, wenn wir den besiegen, dann ist Schluss. Blöder Dämon. You almost have to admire his cunning. To think that in his guise of Deva, he and I shared the finest wines in the realm. Stories of life and love. But now I know where he hides. Afraid of his own name. To the city of Arks you must go. I will travel with you, if I may. Okay, ich glaube, das ist ein guter Verbündeter. I will meet you both there and prepare for the coming battle. You'll yet be all, Losa. Hey. Puh, wie geht's dir denn? No, I'm not all right. That wasn't okay. Oh Mann. It was like dying.
I was all alone in the dark, in the deep, deep dark. And I suddenly knew as clear as day that I didn't exist, that no one would ever know me, and then... And then I heard your voice. I heard you calling, and I followed it. It was all I had in the darkness. It was the only thing I could find. Just you. Nothing else. What the hell do I do with that? Ja, kriegt man hier richtig ein Kloß im Hals. Hört man auch den Kloß im Hals. Ja, das ist halt wichtig. Schon so. Tears stream down her cheeks. She steps forward and wraps her arms around you. I'm not even a real person, you know. I've got this thing in me. And my chance of getting better is getting smaller all the time. She holds on to you for a long moment before stepping away, wiping her face. Eventually, she smiles. I'm damn lucky I met you, Chief. No. Sie bleibt noch ein bisschen liegen, das ist auch super. Ach, das ist ja schön. Das ist wirklich, die Charaktere hat man alle lieb gewonnen. Ich bin mir sicher, dass auch mit den anderen Charakteren so geworden wäre. Man muss sich entscheiden, der Beast ist jetzt nicht dabei, der Ifan und so. Ich glaube, ich bin sehr sicher, dass sie auch tolle Geschichten hatten. Aber der Rote Prinz hat sich so cool entwickelt, so ein interessanter Charakter mit verschiedenen Facetten. Die Sibyl auch, sehr cool, die Lose. Total toll, ich finde das so schön. Wir haben ein paar neue Tagebucheinträge. Zur Lose einmal. Nach Arx reisen, gemeinsam den Dämon jagen. Nachdem der Exorzismus nicht gelungen ist, leider. Wir haben von Tarkin, das war schon davor, über den Eteran erfahren, dass er die Quellenkapazität der ganzen Welt hat. Schwierig, schwierig. Anweisung des Doktors, genau, dass der Dr. Daver in Arx ist. Die Jagd nach dem Bösen, das haben wir jetzt beendet erstmal soweit. Wir wissen die wichtigen Sachen. Familienbande. Das ist auch beendet. Geheimnis der Blutmondinsel. Manchmal macht er irgendwie Sachen oder Updates, wo man denkt, das ist doch schon jetzt längst geklärt. Komm, steh auf, Lose. Geht doch. Wollt mal gucken, bei den Charakteren kann man es eigentlich anschauen. Sympathie da, 30. Steht hier nicht ein Ausweichen? Hatte ich mich ja letztens gefragt bei Gegnern, ob die auch Ausweichchance haben. Ne, steht da gar nicht. Dann werden die halt auch oft Ausweichen haben, ohne dass man das weiß. Bei ihm haben wir... Sympathie 100. Bei der Sibyl nur 30. Ist ein bisschen wenig. Müssen wir noch mal. Sie haben auch schon einiges in ihrer Geschichte gemacht. 66. Krass, dass ich bei ihm 100 habe. Beim Roten Prinzen. Der mag mich halt besonders gern. So. Also, wir haben die ganze Geschichte mit Anathema noch. Wir müssen eh da oben wieder hin. Können wir mal kurz zurück zum Schiff reisen und schauen, ob er was Neues zu erzählen hat, der Tarkin. Let me think. Sprinkling of skull dust, vial of dog's drool, dried illweed, few more odds and ends, and I can get back to the ship. Du bist schon auf dem Schiff. Naja, ist ein bisschen verwirrt, der gute Mann. Naja, auf jeden Fall hat er noch nichts Neues zu berichten. Schade. Muss ganz kurz gucken. Inventarmäßig. Der Helm ist halt besser. Wo deine einzigartig war. Dafür aber gar nicht so gut halt. Noch nur Level 13. Vishas Helm. Tschüss. Was haben wir da? Stärke 13 braucht das auch. 2 Finesse. 4 Konstitution, 1 Hydrosoph. Was ist das denn für eine... diese Stats-Verteilung schon wieder. Auf Wiedersehen. Oh, schau mal kurz. Jetzt habe ich die gerade weggetan. War das 4 Hydrosoph gerade? Ne, 4 Konstitution. Ich dachte gerade, 4 Hydrosoph wäre halt Hammer gewesen. Ich hätte doch Stärke, also ich hätte Punkte anders verteilt bei Lose. So nicht. So nicht mit mir. Man möchte schon wieder hierbleiben, wenn die Musik so toll ist. Wir haben doch keine Zeit.
Wir müssen auf die Blutmondinsel. Beziehungsweise will ich erstmal meine Source Points nochmal auffüllen. Man weiß ja nicht, wie schwierig die Kämpfe jetzt hier werden. Obwohl eigentlich nicht. Hä? Haben wir nicht die grüne Pyramide schon? Wir haben doch die grüne Pyramide schon. Wo ist denn die? Wo ist die grüne Pyramide? Die irgendwo mal abgestellt, um irgendwo wieder zurückzureisen zu einer bestimmten Stelle. Hier ist die rote. Habe ich die grüne noch nicht gehabt? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Gelbe. Sehr praktisch. Sammeln wir mal wieder ein. Gab es denn noch mehr von den Statuen? Das wollte ich hier noch erkunden. Oder mal anschauen zumindest. Vorne drei. Vielleicht sind sie drei. Im groben Überfliegen der Insel. Sehe ich jetzt keine mehr. So, wir sind jetzt bei dem ganz linken. Mal ganz kurz hier noch in die Richtung gucken. Vielleicht ist hier noch eine. Das nur für später noch. Da ist das Haus. Das Verfallene. Nö, sieht nicht so aus. Sind die drei. Okay. Dann frohen Mutes ab in den Keller. Eine dieser Katakomben, dann sind es doch mehr. Warum ist das so arg dunkel? Achso, doch geladen, gespeichert, getan. Die Stille. Wir haben die Katakomben unterhalb einer brennenden Skulptur betreten. Was sich wohl darin befindet? Besessenes Kind. Oh, ist das dann der... Wie heißen die eigentlich? Priester nicht? Dämonen? Irgendwas? Also die zumindest mit denen zusammen eingeschlossen wurden. Und seitdem hängt der da unten fest. Und das ist ganz schön krass. Das ist wirklich ein Opfer. The priest has scried the demon's lies. Oder vielleicht dann doch Priester. Wenn die halt sozusagen die Hoffnung aufgegeben haben, die retten zu können, die dann für ewig eine Katastrophe begraben. There's something to this I'm not seeing. Wo haben wir denn eine Katze? Ach, Knöpfke ist nur eine Katze dann. It's not working. There's something to this I'm not seeing.
The spirit of a young robed man paces the chamber anxiously. He sees you approach. A look of trepidation crosses his spectral features. Did my order send you? To cure the child? Ja. Some form of demon seized her and nested inside her mind. She cannot speak or move. We did what we could to help, but we could not risk provoking the beast within. We can find her here until a way to safely remove the demon could be found. It was my duty to watch over her, but I was never relieved of that duty. She has no family that we know of. All she had was a pet cat. That poor girl's life is drifting past her, thanks to that demon. Wir wollen dem Mädchen helfen. Her cell is just over there. I can let you in, but... But? Are you sure you can help her? What are you going to do? Lügen? Wir finden schon raus, was zu tun ist. My brothers were confident they could help her as well, but they still had to lock her up here in the end. But nobody else is coming to help, are they? I'll let you in, but promise me one thing. Whatever happens, take her away from this place. Far away. Das wollen wir gern versuchen, zumindest. The spirit can't help but smile. I knew you had good in you. The moment I laid eyes on you. Come, I'll let you in. Take good care of her. Bring her somewhere peaceful. Don't disturb the demon within her. There's no telling what could happen if it breaks free. Also, der denkt, das habe ich versprochen. Ich werde schon mal, weiß ich nicht. Wir werden es jetzt mal angucken. Sie einfach nur wegbringen, ohne den Dämonen anzugehen, wäre auch schwierig, ne? Dann ist er immer noch da drin. Das wäre ein bisschen problematisch, um es mal so zu sagen. Ich sage, als nächstes gehen wir dann den Exorzismus oder was auch immer an. Reden mal mit Knöpfke und mal schauen, wie sich das hier darstellt. Wird interessant auf jeden Fall. Bis dann!